Tag 2 in der Transsibirischen Eisenbahn. Wir haben den 3.7. und nach Moskauer Zeit ist es 11:45. Leider stellen die hier die Uhr nicht um, weshalb ich gar nicht weiß, wie viel Uhr wir jetzt genau haben. Ich tippe, dass wir jetzt 2 oder 3 Stunden sogar schon vorne dran sind. Also in Perm wären es 2 Stunden gewesen, also 11:45. Und ja, je nachdem haben wir vielleicht auch schon 12:50. Mein Zeitgefühl ist total zerstört. Kannst du voll verhacken. Ich brauche einfach total diese Uhr. Ich bin so froh, dass ich mir noch eine zusätzliche gekauft habe. Und ich habe echt einfach gar keine Ahnung, wie viel was ist. Ich bin auch heute Morgen nur aufgewacht. Also zufälligerweise noch so 7 Uhr Moskauer Zeit, also 9 Uhr hier Zeit, was ganz gut ist, weil der Zug angehalten hat. Das ist ganz, ganz komisch. Also bei mir ist es jedenfalls so, bei meinem Kollegen hier auch. Wir finden es beide so seltsam, wenn der Zug anhält. Dieses Gefühl, dieses Ruckeln, das die ganze Zeit da ist, ich weiß nicht, ob wir es mit der Kamera wahrnehmen können, fehlt einfach total und ich werde einfach jedes Mal wach, wenn nachts der Zug anhält. Und der hält nicht hart an. Das ist also nicht irgendwie so, dass der voll keine Bremsen, dass mir irgendwie durch die Gegend fällt oder so, sondern es ist nur so ein ganz, ganz kleines Wippen und dann bewegt man sich nicht mehr. Und dieses, es ist ganz, ganz seltsam, dass ich dieses Wippen jetzt als so heimisch wahrnehme. Ich meine, okay, ich bin jetzt seit, über einem Tag in Stunden quasi in diesem Zug und jetzt auch schon einige Leute kennengelernt. Witzigerweise sind in dem Wagen, in dem wir sind, irgendwie 8 Holländer oder so. Und der, mit dem ich in einem Wagen bin, hier, also in dem Abteil, ist auch Holländer. Was ganz witzig ist. Und wir haben auch eine Schweizerin kennengelernt. Es ist total witzig, den Holländern zuzuhören beim Reden, aber es ist ganz nett, weil wenn ich dabei bin und irgendwie zuhöre, reden die alle Englisch für mich. Wobei eine Deutsch kann. Versucht immer Deutsch mit mir zu reden. Das ist eigentlich ganz, ganz süße. Ja, echt liebe. Wir haben uns auch Essen geteilt, waren gestern im Speisewagen die ganze Zeit und haben immer versucht, Karten zu spielen. Das Problem ist, dass irgendwie jeder Mau Mau, also ich tippe es war Mau Mau, mit irgendwelchen anderen Regeln kennt, weshalb das ein bisschen verwirrend war, aber ja, eigentlich schon relativ lustig. Also es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Man kann halt hier nicht so viel machen, außer ja, dass man sitzt. Ich habe Sachen zu lesen. Ich werde jetzt gleich mal meine App anschmeißen zum Russisch lernen, dass das vielleicht noch ein bisschen besser wird für Irkutsk. Weil da habe ich ja niemanden dabei, der mir da so wirklich helfen kann. Ich weiß nicht, wie da die Sprachkenntnisse von den Leuten so sind. Und gerade ruckelt es ein bisschen. Aber nichts Besonderes. Also wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, die Landschaft hat sich ein bisschen verändert. Das ist von Wald zu Bäumen mit ganz, ganz weiten Wiesenflächen übergegangen, was ich nicht gedacht hätte. Das ist auch eigentlich sehr, sehr schön. Das ist auch krass, dass man hier einfach abartig weit gucken kann und das ist einfach nichts. Aber das irgendwie beruhigt mich das, dass ich weiß, dass in der Welt es noch diese riesen freien Flächen gibt. Also einfach kilometerweit einfach Wiese mit irgendwelchen wilden Blumen und ich finde es eigentlich echt super schön. Und diese Dörfer, von denen ich schon erzählt habe, diese Holzhäuschen, die sind auch eigentlich echt sehr, sehr schön. Und ich habe jetzt auch mal Leute draußen gesehen, was total krass ist. Ab und zu, wenn wir mitten durch die Pampa fahren, steht einfach einer in so einer orangenen Weste am Gleis. Ich frage mich, als wie ist der da hingekommen und was macht der dort? Also so ein einzelner Typ. Und wenn man dann in beide Richtungen die Fenster rausguckt, findet man einfach nichts. Keine Straße, kein Dorf, gar nichts. Da steht einfach da, tut irgendwas. Keine Ahnung. Muss ich mal danach recherchieren, würde mich echt interessieren, was die machen.